Hallo, willkommen zu Pokémon. Mit dem Marcel. Hallo. Und mir dem Nils. Und ja, letzte Folge war Julia dran und der hat uns hier rausgelassen. Automatik. Hat kein Nice! kampffähiges Pokémon mehr. Also. Ne? Ja, willkommen zurück zu Let's Play Fügerer Pokémon Feuerrot. Ja. Wir sind tot. Maus aus dem Bild. Alter, wie willst du im Pokémon Center ran? Oh, ich hab vergessen, den Timer zu starten. So, also jetzt. Ich hätte machen können. Ich hab schon. Okay. So. Toll, was machen wir jetzt, Part? Genauso wie alle anderen Edeln, ich an die Sache, ne? Guck mal. Ah, das Opfer ist heute dabei. Heute, als Gast, bin ich das Opfer. Jetzt darf Niklas sich mal rechtfertigen, warum das falsch ist. Es ist falsch, weil ich mit C geschrieben werde und nicht mit K, Juli. Ist so. Bin so enttäuscht. Nein! Renn, Junge, renn! Weißt du noch, warte. Warte. Schnell muss scheißen! Nee! Wo ist die Toilette, Junge? Wo? Und ja. Ja, wir werden jetzt so. Letztes Mal hier stehen geblieben. Da muss und, neu sein, ich hab nicht. Halt's Maul. Ja, nicht du. Wir haben ein Thema vorbereitet. Okay, wir haben ein Thema vorbereitet. Okay, wie heißt es? Also, das Thema, was wir für heute vorbereitet haben, ist ein besonderes. Und zwar wollten wir ein bisschen drum reden, ne? Ja. Ja, also ihr wisst schon, ne? Marcel, wollen wir gleich dingsen? Ja, ja. Ich hab keine Ahnung, was er von mir will. Aber wir werden gleich dingsen. Was? Darf ich sagen? Naja, kannst du mir aber gerne Teamspeak schreiben. Okay, mach ich. Treff doch! Oh nee! Wie heißt das? Warte. Ja, gerne. Wie heißt das nochmal? Ich weiß, was du meinst. Achso, okay, gut. Und ja, wir werden es natürlich schaffen. Nippel, überleb! Ich hab gleich keinen Schreibtisch mehr. Und ja, natürlich werden wir es schaffen, weil wir besser sind als Juli. Komm los! Ja! Ja! Juli saß einfach eine Viertelstunde an diesem Ding und wir besiegen es in 2,5 Minuten. Alles mein Verdienst. Ja, Alter, Juli. Also hiermit offiziell. Wir haben jetzt schon mehr erreicht als Juli in seinem letzten Part. Weil ich Juli hasse. Tut mir leid, wenn ich das übersteuert war, aber Endorphine strömen aus meinem Kopf. Wow, soll ich das vorlesen oder du? Alles klar, du liest das gleich vor. Ich überlasse den Quellort als Zeichen des Triumphes. Das liest du jetzt vor. Dramatik gewinnt 2100 Geld. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Gehorchen. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Gehorchen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Geomatik erhält TM03. Geomatik packt. Aqualwelle, ne? Alk. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Alk. Und, Alter, wie winzig war diese Arena, bitte? Gell? Wieso habt ihr eigentlich erst 3 Pokémon? Weiß nicht, ich war. Jetzt hat jeder. Ne, Moment. Jeder darf sich noch ein Teammitglied aussuchen. Ich weiß noch nicht, was mein nächstes. Nee, nicht nochmal ansprechen. Ich weiß nicht, was mein nächstes Teammitglied wird. Also, meins war das hier. Nimm Rayquaza. Alles klar. So, was denn jetzt unser Ziel? Unser nächstes Ziel ist, wir müssen runter nach Orania City. Zuerst müssen jetzt aber hier lang. Ich weiß genau, was du gedacht hast. Ich bin hier nicht durch. Nee. Ich hab Angst. Oh nee, der ist böse.
Echt böse? Du liest. Achso, hey, hey. Bleib zurück. Du hast nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Es ist Zeit für ein Duell. Yogi, was? Eine Herausforderung? Oh, ich mag Machello oder wie auch Machello. Los, Kirito! Energy Focus. Focus on me! Oh Gott. Blut! Alter, was ein Schuss! Oh nein. Früher dachte ich, so ganz, ganz früher, dass wenn die Silberblick und sowas gemacht haben, die Stats und sowas für immer und ewig gesunken werden. Spacko. Und dass das Schlimmste ist auf der Welt, wenn er das macht, weil ich dann das Pokémon wegwerfen muss. Wegwerfen, aber sind die Tonne. Scheiße, Verteidigung gesunken, weg! Hau ab! Ich brauch doch keiner mehr. Oh, guck mal, ich bin auf beiden Seiten vertreten. Warum? Weil das dicke Pokémon. Aua, dich. Mega Kick! Wie ich gerade so meine Hand echt nach rechts geschwungen hab. Als ob du so ein. Alles klar. Jetzt kriegen wir eine TM geschenkt. Ist gut, ich gebe auf. Ich verschwinde. Richtiger Niklas. Nee, tschüss. Okay, ich gebe dir die gestohlene TM. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Ciao. Toll. Diese TM bringen wir natürlich auch gleich dem Pokémon bei. Das ist nämlich so. Wir haben jetzt die TM Schaufler bekommen. Und die kann nur Glutexo lernen. Glumanda und Glurak können sie nicht mehr lernen. Ja. Voll komisch. Komisch. Was machen wir dafür weg? Natürlich den Kratzer. Nein. Guck, wie böse der guckt. Alter, cool, die ans Gehirn gepresst bekommt. Ist dir schon aufgefallen? Das Ding heißt nicht Kirito. Das Ding heißt Kirito Leerzeichen. Nein. Oh, nee. War das gut oder nicht? Nein. Gut? Muss schnell weg hier. Nee, ich muss kacken. Cool, wie seine Hand aus dem Himmel läuft. Wie so kleine Bälle. Guck mal, wie unaufgeräumt das hier ist. Sagst du, wie können die nur? Da leben bestimmt Messis. Lionel Messis? Die wollen nicht. Die wollen nicht, Alter. Die haben schon mal in der Zeitung geschaut. Ich hab eine Folge geguckt. Die haben immer diesen Wurstaufstrich da gegessen. In meiner Folge sind. Sieht voll komisch aus. In meiner Folge sind die Fahrrad gefahren und mussten sich dafür bestimmt 20 Brote machen. Mit Bärchenwurst. Oh, ich hab früher echt gerne Bärchenwurst gegessen. Bärchen. Warte mal, ist hier auch nicht irgendwas? War doch früher mal Blaubeere, oder? Ich weiß gar nicht, ist da drin auch was? Nice! Sonderbonbon. Bonbon. Hat bestimmt viel Zucker. Man findet hier draußen nicht viele Kippen. Halsmaul! Irgendwie sieht das Kind ganz schön jung aus. Guck mal, wie wir aussehen, Alter. Wie badass, Leute. Pokémon Niklas ist das Beste. Nein! Du bist gerade vergiftet. Nee, ey, so eine Scheiße. Würde mir ganz schön stinken, wenn ich du wäre. Tut's auch. Oder tut's dich giften? Da waren sie wie behindert. Wir denken gerade an dasselbe, oder? Ich glaube schon.
Scheiße! War nicht nur effektiv, es war super effektiv. Mann, ich hoffe, ich habe was zum Giftheilen dabei. Gut, da steht Gift, da steht fast Gilf. Alter, easy. Was das für ein kleines Opfer ist. Guck mal, das meine ich. Da sieht dieser Trainer aus, als ob er 30 wäre. Oder wie eine Frau. Nee. Oh, nee, oh Mann, ich hab nichts. Ach, am Arsch. Oh! Wird mir auch schade. Süß. Jetzt kriegst du noch einen Nugget. Kriegst du noch einen tollen Trank. Bubble Nugget. Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Du sprichst dir daneben dran. Muss ich? Ja. Muss die Frau sprechen? Ja, bist du doch. Settel, settel, settel. Was denn? Settel, settel. Stingel 20, Alter. Guck mal, das steht ja so, als ob so Bu machen will. Bu. Das sieht aus, als würde seine Maps so krapschen wollen. Yeah, du. Google mal das Pokémon Zwirfenst. Zwirfenst. Das ist ein Krabscher. Sieht aus wie ich. Camper Günther. Ich kann einfach nie siegen. Hier, du bist dran. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Toll, steht sie mit auf dem Feld und sagt, es ist Privatsache. Aber sie stand in der Ecke. Nancy. Jackson. Jackson. Hat's Franz. Bald lernst du Tackler, Alter. Dann hey. Bist du OP. 14, oder? Ne, 15. 16. Dann bist du OP. Überzahn. Guck mal, wie der Kick einfach größer ist als das Vieh. Deswegen ist es auch tot. Es ist tot. Es ist verschwunden. Oh nein, ich wollte doch austauschen. Oh, verdammt. Nancy. Kann mir ganz schön stinken. Oh, wie süß. Süß. Oh, oh. Oh, nee. Mach so lang Doppelteam, mach so lang Klatsche auf Pikachu, bis es tot ist. Nie passieren wird. Wer weiß. Hast du keinen EP-Heiler? Was? EP-Heiler, EP-Teiler. Ne, den kriegst du, wenn du eine bestimmte Anzahl von Pokémon gefangen hast. Neun Teilen noch? Ist vor. Also ich auf einmal. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Man munkelt. Ich dachte, wir wechseln uns immer so cool auf, cool ab. Hä? Ich dachte, wir wechseln uns immer richtig böse und cool ab. Ja, Mann. Der nächste ist ich wieder. Smackbo. Da kommt jetzt böse Pikachu rein. Smackbo. Smackbo. Guck mal, so große Augen das hat. Mädchen. Nee! Was voll keinen Sinn macht, wie kann ein Elektro-Pokémon paralysiert sein? Obwohl, das hat gar nichts mit Elektro zu tun. Oh nee! Wir haben das ganze 20%ige Chance zu treffen. Aber du wirst es schaffen. Lol. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Oh Gott. Wow. Wow! Alter! Entchen. Wie gut! Den letzten wirst du aber nicht treffen. Ja, weil ich es gesagt habe, wird es jetzt passieren. Die oh, wie viel Glück wir haben. Gib mir 5. Ihr müsst wissen, jetzt neben mir. So gegen Computer gehauen. Monitor. Wie süß. Du bist ein so guter Trainer. Ich weiß. Krummauge. Nee.
Du darfst die Frau vorlesen. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Ich glaube, ich könnte Synchronsprecher werden. Hedwig. Und so eine Mädchenstimme. Du willst ja nur kämpfen! Der ist aber Hedwig. Bald hast du Tackle, Niklas. Du hast einfach beide so paralysiert. So unfair. Taubsi, was soll das? Ja, bist du blöd. Bin stumm. Da, easy one-hit. Alter, ich wollte eben sagen, das ist keiner. Was du für ein Wahrsager bist. Ach, bleiben wir einfach drin. Ja, bin ja noch ein bisschen krank. Sorry. So nebenbei ziehen. Ja, bin nur ein bisschen krank. Easy. Marcel? Ja. Wollen wir jetzt das Thema ansprechen, was wir vorbereitet haben? Ja, gerne. Fang an. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es in die Kommentare, wenn Marcel Emily Wants to Play von Nacht 1 bis zur letzten Nacht spielen soll. Geh mir auf. Nee. Aber dafür muss er. Nee, das darf ich nicht verraten. Ja, wo ist mein Schokoriegel? Da. Ich weiß, dass der ein Radikal hat. Deswegen werde ich da Niklas das gar nicht vor reinschicken. Nee, weil das Radikal sogar. Hätte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Weiß ich genau, neben dem wird gefightet. Hab ich was im Kämpfen gehört? Ich mach mich platt. Was soll denn das? Toll, jetzt ist meine Verteidigung für immer gesunken. Toll, nochmal für immer. Ich glaub, gleich muss Kirito weg. Gleich werde ich es wegwerfen, ja. Ich glaube, der tut dir ganz schön Aua. Alter! Jetzt heult er dir die Ohren voll. Was ein Mongo. So, Kirito erhält 200 Erfahrungspunkte. Radikal. Voll die Kugel. Oh Gott. Yes, man! Oh! So. Alter, toll. Meine Verteidigung mal für immer gesunken. Mann, ich dachte das halt. Raphael. Ich hätte es besser überhört. Ach, wir haben dir richtig gegeben, Strumpfhose, Mann. Hallo, Orania City. So, was wir jetzt machen? Erstmal die ansprechen. So, dann kriegen wir jetzt nämlich den Kampffahnder. Ich das weiß, ja? Was bezweckt er denn? Mit dem kannst du Trainer nochmal herausfordern. Tschüss. So oft du willst. Weiß ich gar nicht, wie das genau gemacht ist. So, jetzt kommt erstmal wieder Niklas nach vorne. Du kannst ja ins Pokécenter. Oh, da war es gerade drin. Nee, das war. So, jetzt müssen wir. Nee, halt, nee. Doch, hier von dem holen wir jetzt, glaube ich, die Angel ab. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe es. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Nö. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Was, wenn du Nein gesagt hättest? Keine Ahnung. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche im Seen auf Lust und lande den großen Fang. So, dann werden wir uns hier noch ein Item abholen. Warte, ich dachte von dem alten Sack da. Nee, ja. Tschüss. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclub. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinisch, wenn es um Pokémon geht. Also, bis daher kommt etwas über eine. Nee. Okay, komm wieder vorbei. Oh nee, ich glaube, ich muss ja drücken. Was ein blöd, Mann. Sehr schön, hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es
ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär. Hinreißen. Ups. Ein Kadis 5 ist die Rap Show. Ich halte dich auf. Danke, dass du zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Jetzt werden wir sogar noch so nett sein, weil Markus wird sonst nicht raffen, was er tun muss. Nochmal zurückdüsen. Warte, wie hieß das Pokémon, von dem er gesprochen hat? Ibitak. Achso, ja, Nigalopa. Boah, das Pokémon mag ich nicht. Hast du gerade gegoogelt? Ja. Dies Flammenross. Was? Na, hör auf. Guck mal, als ob er so eine Verletzung am Bein hat. Der springt so. Tja, Juli, war ganz schön easy. Guck mal, wir können reingucken. Die Kinder beobachten. Oh ne. Der Eingang ist nicht groß genug für uns beide. Wäre er doch. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, das gehört dir. Einfach mal so. Ja, nimm. Besuch uns doch wieder. Wie gefällt dir das Fahrrad? Du kannst immer den Rad mal ins Maul. Nee. So, jetzt gehen wir noch zurück. Dann über so Markus dann. Ach Gott. So. Dass Markus auch weiß, was er zu tun hat. Wetter wird es trotzdem verteilen. Ich glaub's auch. Wetter, es scheitert schon daran, dass er nicht weiß, in welche Richtung er muss. Er muss eigentlich die Arena unten nur machen. Das wird aber nicht hinbekommen. Glaubst du? Glaube ich. Weiß ich. Guck mal, wie süß er radelt. Mit seiner Mono-Augenbraue. Boah, böse. So. Tja, Markus muss jetzt eh einen Pokémon fangen, das Zerschneider lernen kann. Tja, Leute. Das hast du mir ein paar Menschen gefallen lassen, da noch oben da. Ja, da würde ich sagen, nächster passiert über Markus. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.